So eine Flusswanderung mache ich in der Tat öfter im Sommer. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Ich bin sehr glücklich, dass das dieses Mal verfilmt wurde. Ich bin wirklich unterwegs auf dem Fluss und tauche da wirklich in die Elbtalaue ein. Besonders beim Flusswandern ist die anglerische Vielfalt. Klassisch mit Gummifisch auf Zander, aber auch Ansitzangeln mit Köderfisch abends. Und das Ergebnis vom gestrigen Ansitz gibt es jetzt als Abendbrot. Boah, der hat Kraft, ey. Dann wird auch noch mal mit dem Wobbler rumgestöbert. Fisch! Da ist er! Das letzte Mal Zivilisation. Schuhe, ganz wichtig, wenn ich aussteigen will. Aussteigen ist an der Tagesordnung, weil das Boot ist Wassertaxi. Der Kantlersche Kahn ist beladen. Und jetzt geht's rein in den wilden Fluss. Mein Boot macht mich überhaupt erstmal zum Flusswanderer. Na, ich fahre nicht mit dem Auto an den Fluss ran, stelle da mein Zelt 3 Tage auf und hau die Routen rein, sondern ich bin wirklich unterwegs auf dem Fluss und tauche da wirklich in die Elbtalaue ein. Und erst durch das Boot bekommt das diesen Charakter, dass ich das als Taxi nehme und dann mir eine Stelle zum Übernachten ausgucke, wenn ich den Fluss ein Stück weiter runterfahre und dann wieder interessante Stellen finde, die angel ich auch ab. Lande auch mal an, angel vom Ufer ein Stück. Und das ist dieses Ungebundensein, der Fluss gehört komplett dir. Und jetzt sind wir offiziell Flusswanderer. Der erste Fisch der Flusswanderung ist gelandet. Und abgehakt im Eimer. Der fliegt heute Abend in die Buhne. Weil wir machen Ansitzangeln auf Zander und Aal, Gummifischangeln vom Boot und vom Ufer. Also einen bunten Mix. Und los geht die Tour natürlich mit der Made. Köderfische sind besorgt und im Lifewell. Jetzt geht's raus, die ersten Schlenzer mit dem Gummifisch machen, vom Boot aus. Erstes Ziel, was zum Abendessen besorgen. Und auf unserer Wunsch-Speisekarte steht Zander. Also das sind 40 km/h Wind. Geht schön los. Live vor Kap Horn. Windstärke, ja. Köderkontakt, semi, aber okay. Oh. Fisch! Oh. Oh, was ein Biss. Ich sag auch noch, der Kopf ist es. Der bockt schön. Oh. Und weg. Nein. Den hat er ein bisschen verdreht und dann ist der Haken nicht ganz durchgerutscht. Oh nee. Aber geil. Trotz Wind. Geht. Geht. Jetzt bin ich richtig wach. Oh. Selten Aussteiger, wirklich selten. Gerade im Nahbereich vor allen Dingen. Der war auch, glaube ich, ein bisschen zu groß für 2 zum Essen. Muss man noch ein bisschen einen kleineren kriegen, auf jeden Fall. Witzka. Obwohl ich vom Boot angel, werfe ich wirklich nah ran hier. Neben die Stromkante und angel die Schüttung runter. Das ist zwar sehr komfortabel vom Boot das anzuwerfen, aber wenn ich vom Land aus das angel, bin ich viel präziser. Also ich würde sagen, ich fange vom Ufer aus auf jeden Fall den Fisch, wenn der hier vorne drin steht. Vom Boot angel ich manchmal dran vorbei. Oh geil, was für ein Biss. Sturmzander. Sturmzander, ich muss hier vorne landen wegen Kescher. Oh. Aber frisch geworden bei dem Wind. Boah. Da ist er.
Yes! Da haben wir doch unseren Küchensander. Also Outdoor-Küchensander. Yes, 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 yes. Wir haben unseren Delinquenten für die Outdoor-Küche. Und sein Schwänzchen hinten, das verkrüppelt, ist auch gleich pfannengerecht. Ganz klassisch. Also besser geht es ja nicht, ne, als hier durch. Da hat ihm auch der Schnurrbogen, den ich hatte, nichts genützt. Kam man nicht mehr weg. Wir müssen nicht hungern. Sehr gut. Das ist so geil, wenn du die Stromkante runter angelst. Also von der Seite jetzt, die zu befischen. Da wird nämlich die Gleitseite zur Prallseite gefühlt. Du bist auch jeder Wettersituation ausgesetzt und auch vorbereitet dementsprechend. Du hast ja alles mit. Du wohnst im Fluss. Und du haust da nicht ab, wenn eine Windstärke, wie das in der einen Situation war, eine Windstärke 40, 50 km/h da war. Da fährst du nicht in die Pension, weil du keine hast. Du angelst das dann einfach aus, weil du ja eh da bist. Oder würdest du das aushalten, da zu sein und nicht zu angeln? Oh, was ein Biss! Oh, schöner Pilz, das ist ein besserer. Ohohoho. Ja, schöner. Yes! Oh, geil, ey. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Reingeschlänzt, Grundkontakt gehabt, aufgesetzt, angehoben, aufgesetzt und pum. Schnurrbogen, alles stramm gerubbt. Das sind sie. Das sind sie. Oh, geil. Der war sauer. Das Wasser ist wärmer als die Luft. Unglaublich. Das ist wie in eine Badewanne fassen, in eine warme. Ist das ein Wind? Ist das ein Wind, ey? Wenn der Schnurrbogen hängt ja immer durch, dann kannst du ja nicht verhindern. Kannst die Rute ein bisschen in den Wind halten, dann kannst du ein bisschen minimieren. Wenn der Biss aber diese Schnur gerade wummert und das trotzdem noch als Tock im Blank ankommt, dann weißt du, die sind gut drauf. Und in vielen anglerischen Situationen muss ich das Boot verlassen, wenn ich es richtig machen will. Das ist beim Ansitzangeln der Fall, beim Wobbeln, ganz ufernah definitiv. Und vor allen Dingen auch, wenn ich bestimmte Plätze richtig intensiv und sauber ausangeln will. Da ist das Boot eigentlich tatsächlich nur Wassertaxi, das mich an diese Stellen ranbringt. Klar. Haben wir schöne Fische gefangen vom Boot. Ne? Man erforscht ja auch bestimmte Strecken, neue Abschnitte, arbeitet sich den Fluss hoch oder runter, sieht was Interessantes, will das auch mal kennenlernen, pendelt das ein bisschen an. Das ist halt ein bisschen bequemes Altherrenangeln, ne, vom Boot aus. Muss auch nicht immer über Stock und Stein gehen. Ja, nach so einem Angeln legst du dann an, aber das Angeln hört ja nicht auf. Klar, du kommst an, es wird gemütlich, du baust dir so dein kleines Zuhause da, deine Basis auf. Aber das Angeln hört ja nicht auf. Du machst es bloß ein bisschen gemütlicher, legst einen Köderfisch aus, ne, als zusätzliche Option, dass da noch was passieren könnte. Oh. Drachen steigen wollte ich eigentlich nicht. Warum Zelt? Ist das nicht verboten? Jetzt kommt's. Als Wasserwanderer, wenn ich ein Boot dabei habe, ist Zelten erlaubt. Das brauche ich noch zur Essenstasche. Jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen auspellen, weil, boah, das war vor uns mit dem Wind ganz schön kalt. Jetzt kommt die Sonne, abends nochmal wird es warm, schön. Ansitzrouten. Es darf keine Zeit vergehen, ohne dass eine Angel drin ist. Geht nicht.
Jetzt hole ich hier aus der Bootsbank den Teleknüppel raus. Das ist es, das Ding. Eine Ansitzbox. Noch ein Teleknüppel. Geht doch. Gleich hier vorne am Kopf. Richtig gut. Da dreht das Wasser schön entspannt im Kreis. Da geht was. So, mit dem Hecht rechne ich hier nicht. Deswegen habe ich hier mein 28er gummiertes Mono. Macht das schön lang. Das Gummiband hier. Wenn du mal einen Zander an der Monoschnur gedrillt hast, an so einer Telerute, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Wenn du nur Spinnrute gewöhnt bist, den direkten Kontakt. Das ist wie Drachen steigen lassen am Gummiband. Schöner Zander haben. Nicht zu klein. Schön fies hier versteckt. Einzelhakenmontage. Das ist schon perfekt so. Eine kleine Schlaufe auf die Schwanzwurzel zum Fixieren. Ja. Die zieht sich auf, wenn er den dann nimmt, also beim Anhieb, beim Kontakt aufnehmen dann. Ne? Wenn Spannung drauf kommt hier, zieht sich die auf. Also ist keine Knotenschlaufe jetzt. Jetzt bleibt das Fischchen gerade, zieht sich nicht krumm und der Haken reißt auch hier nicht durch die Haut ein, wenn ich auswerfe. Aber ich pendel ja bloß ein paar Meter raus, so bis knapp vor die Stromkante, vor den Rückstrom. Oder ins Rückstromeck lege ich ihn hier von. Und dann guck ich mal, ob es klappt. Zweite Ruder auch noch und dann kümmern wir uns ums Wohnliche. Alter, ein Wind, das ist unfassbar. Jetzt dachte ich, nanu, ist rausgezogen, habe ich wieder reingemacht in den Gummi und dann hat es richtig straff geruckt. Dann habe ich wieder ausgelöst, läuft ganz gemütlich weg, hier, läuft ab, läuft entspannt ab und langsam. Ah, geht um die Buhne rum, ne? Kommt. Da knarzt der Teleknüppel. Wen haben wir denn hier, Freundchen? Glaub's ja wohl nicht. Muss ich mal unsanft landen. Eigentlich nehme ich dann einen Kescher, aber ein Ding, ey. Oh. Alibaba und das kleine Rotauge. Die Nummer ging aber nicht gut für ihn aus. Elbschlange. Einfach geil, einfach geil. Alles erstmal im Livewell. Weil heute haben wir den Zander. Und morgen Mittag könnte es Bratal geben. Herrlich, Elbplatte. Könnten wir auch machen. Der Original Jensi Fischschuppe. Das geht aber gut, ey. Krass. Der Tisch des Flusswanderers. Dazu machen wir mal ein extra Video zum Filetieren. Ruckzuck ist der aus der Jacke. Klar hat man auch zu essen mit. Man hat ja, ist ja vorbereitet. Aber der Fluss ernährt einen, wenn man das clever anstellt. Und das ist eine Wohltat. Wirklich diesen frischen, selbstgefangenen Fisch, mit dem du ja auch diese Geschichte des Fangs verbindest, dann wirklich an Ort und Stelle gleich ja, zu verspeisen und vom Lebewesen zum Lebensmittel zu veredeln. Schön Fischgewürz mit Salz. Und dann hat Maxe mitgebracht
Habanero-Panade aus Mexiko. Also wenn das nicht Sterneküche ist hier am Elbstrand, dann weiß ich auch nicht. Die Mexikaner, ey. Das ist ja eine Wucht, ey. Wahnsinn. Oh. Jetzt ist die Sonne weg. Wenn ich so auf den Fluss schaue, die Zander kommen jetzt flach. Ich versuch's mal mit dem Wobbler. Das war nicht die idealste Ecke, aber ich habe so ein, zwei Ideen. Wenn abends mal auf dem Grund mit dem Gummi nichts mehr geht, flach angeln, ganz flach. Phipps Asmussen flach. Das ist so eine spannende Angelei im Nahbereich. Brauchst du auch nicht lange rumprobieren. Wenn einer da ist, der nimmt beim ersten Wurf. Fisch! Da ist er! Diese Zander, das ist so geil, ey! Yes! Yes! Hier, da spuckt was aus. Eine Grundel. Den hätte ich mit dem Boot nicht gekriegt. Nahkampf. Klassisch von am Kopf weggesemmelt, ne? Aber wisst ihr, für was so eine abendliche Wobbelrunde auch gut ist? Feuerholz sammeln. Man auch an der Elbe gilt, ohne Kaffee geht erstmal gar nichts. Und vom Ufer aus unterwegs zu sein, dann auf Zander, der große Vorteil, du fährst eben in Strecken, wo eben nicht ein Anglerparkplatz hinter dir ist. Ja, also wo du wirklich auch keine Fußspuren im Sand siehst und dann das da zu erkunden, zu erforschen und diese Spannung da den Köder rein zu pendeln, das ist schon was ganz Besonderes und das bietet dir eigentlich nur das Flusswandern. Oh, der hat Kraft, ey. Der hat Kraft. Yes! Gerade montiert, reingeschlänzt hiervon. Ah, ich liebe das, den Nahbereich reinzuführen und dann vor, ja, vor den Füßen nicht, aber 5 Meter vor mir. Paff! Oh. Schön an die Backe genagelt. Geil! Kaffee gerade ausgetrunken,
eine Buhne Strom ab vom Zelt. Reingeschlänzt, Nahbereich. Baff! Wieder schön in das Knorpeldach rein. Deswegen harte Route und schnell sein und nicht zimperlich beim Anhieb. Ich lasse ihn mal laufen. Oh. Schöner Fisch. Deswegen angle ich an der Elbe oder generell am Fluss gern vom Ufer. Vom Boot ist es komfortabel, klar, man kann es schön anwerfen, schön anfahren und so. Aber ich kann vom Ufer aus wirklich präzise dort rein angeln, wo es weh tut. Und habe den Köder dort langsamer, weil ich ja nah dran stehe und ihn zu mir rankleiden lasse. Und einen Packungsfuß zum Beispiel. Deswegen finde ich das vom Ufer aus tatsächlich präziser zu angeln. Und ich liebe das auch. Ne? Aber beides ist irgendwie cool. Das Zelt wird abgerissen, aber es geht nicht nach Hause, sondern weiter. Maxe, Feuerholzingenieur. Man braucht ja auch Feuerholz, wenn man schön Grillerchen machen will abends, ne? Wie viel Feuerholz hast du gesammelt, Max? Ja. Ja. Meinst du, das reicht für einen Abend Lagerfeuerchen? Überlegt, nee, wir wollen ja auch Zander noch und Stockwürste machen. Ey, aber guck mal, was ich gefunden habe. Warte mal. Stereo-Stockwurst. Das ist aber meiner. Aber ich teile den ja, weil wir zu zweit sind. Stereo. Auch den Maxe. Der Abarillo wandert jetzt hier rein. Neuer Abend, neuer Platz, aber die gleichen Köfi-Routen wieder drin. Ansitzrouten liegen und das Ergebnis vom gestrigen Ansitz gibt es jetzt als Abendbrot. Das ist was, oder? Einfach abpellen die Haut. Freuen sich auch die Vögel noch. Oh. Wir brauchen mehr Aale. Definitiv. Einfach zu gut. Was so im Angeltag passiert ja auch viel. Ne? Fängst geniale Fische, entdeckst geniale Plätze, hast aber auch mit dem Wetter vielleicht mal zu kämpfen und dann kommst du abends an einen neuen Platz und sitzt da, hast alles aufgebaut und dann hat die Elbe das Potenzial, dich echt umzuhauen. Nicht zu beschreiben, so einen Moment. Ich hoffe, dieser Film hat dir gefallen. Das ist ein Dokumentationscharakter. Da ging es nicht um Wissen vermitteln, das machen wir auf den anderen Videos hier im Kanal, schau mal die Playlisten an, sondern dieser Film, der sollte dich einfach mal mitnehmen, eintauchen lassen in dieses Feeling, was mich hier an diesem Fluss so fasziniert und warum ich das mache. Und ich hoffe, dass uns das hier gelungen ist.